Nicht erst seit dem Homeoffice Einzug in viele Leben gehalten hat, arbeite auch ich viel an meinem Laptop von zu Hause. Nicht zuletzt, wenn ich YouTube-Videos schneide. Damit diese Arbeit etwas angenehmer ausfällt, hat BenQ diese Lampe hier entwickelt, die Screenbar Light für einen Laptop-Bildschirm. Was die genau kann und was die besser und angenehmer machen soll, schauen wir uns jetzt mal im Review an. Los geht's! Die Screenbar kommt in einer schicken Hülle aus Plastik, in der sie sich später auch transportieren lässt. Wir sehen hier auch gleich alles, was für das Setup nötig ist. Eine Klemme und einen USB-A-Stecker. Zur Erklärung, die Screenbar von BenQ ist eine Lampe, die sich an dem Laptop-Bildschirm klemmen lässt und damit eine Schreibtischbeleuchtung ersetzen kann. Oder sie kann dafür sorgen, dass die Laptop-Tastatur, sofern unbeleuchtet, gut sichtbar wird. Die Materialien machen einen tollen Eindruck. Es wurde Aluminium verwendet, die Klemme hat ein dickes Gummi bekommen, um den Bildschirm nicht zu zerkratzen. Das fühlt sich schon alles sehr hochwertig an. Installiert ist sie in Sekunden, wie man hier sieht, und durch den gut gewählten Abstrahlwinkel gibt sie so gut wie keine Situation, keine Einstellung, in der das Licht auf dem Bildschirm reflektiert und damit stören würde. Das hätte ich nicht gedacht, denn immerhin leuchtet sie ja von oben am Bildschirmrand, aber der Winkel von der Beleuchtung ist gut gewählt und selbst wenn man das hier so ganz nah dran macht, stört es wirklich kaum. Wir finden an der Screenbar der Reihe nach einmal hier einen Beleuchtungssensor, der das Licht an die Umgebung anpasst. Auf diesem Herzsymbol lässt sich die favorisierte Lichteinstellung speichern, die man dann mit einem Knopfdruck abrufen kann. Und hier können wir das Licht einstellen. In der Mitte wählt man aus, was verändert werden soll. Und das ist einmal die Helligkeit und einmal die Farbtemperatur. Wir können nämlich aus einer Bandbreite zwischen 6500K, also nahezu Tageslicht und hell, kühl und weiß, oder eben nur 2700K und damit sehr weich, sehr gelb und entspannend wählen. Die Helligkeit ist klar, die kann man dann hoch oder runter schrauben und so die Helligkeit verändern. Der Knopf hier aktiviert das automatische Dimmen, also wie eben angesprochen das Anpassen an die Umgebungshelligkeit. Und hier an der Seite lässt sich die Screenbar an- oder ausschalten. Was außerdem erfreulich ist, mit einem Verbrauch von nur 5 Watt konsumiert sie kaum Energie und wird den Laptop im Akkubetrieb damit auch nicht leersaugen. Das war es im Grunde auch schon. Anscheinend wird gerade auch noch an einer App gearbeitet, mit der man das steuern kann. Die konnte ich im App Store bei iOS aber jedenfalls noch nicht finden. Das Gerät kostet 100€ und ich weiß, was ihr jetzt sagt. Hä, braucht man sowas? Und für den Preis kann man sich natürlich auch eine sehr, sehr gute Schreibtischlampe kaufen. Ja, das stimmt auch. Und auch ich dachte zuerst, was soll ich damit? Aber nach ein paar Wochen im Alltagseinsatz muss ich zugeben, dass die Screenbar echt super praktisch und für mich auch kaum noch wegzudenken ist. Wie wir hier sehen, kann sie wirklich als Ersatz für eine große Schreibtischlampe dienen. Und sei das jetzt unpraktisch mit einer Schreibtischlampe, weil der Tisch ziemlich klein ist und ihr den Platz braucht, oder weil ihr vielleicht nicht nur am Schreibtisch, sondern auch noch woanders arbeitet, oder wenn man eben mit dem Laptop auch im Hotel oder auf Reisen arbeiten muss, die Screenbar ist echt ein vollwertiger Ersatz. Und das trotz der Größe. Durch die Möglichkeit, den Winkel noch zu verändern, kann man auch eine sehr große Tischfläche ausleuchten oder es eben klein halten und nur die Tastatur illuminieren. Außerdem muss man sich wirklich null mit Spiegelungen am Display beschäftigen, das ist schon sehr komfortabel. Wer im Dunkeln arbeitet, wird wirklich so viel Freude hieran haben, vor allem, und davon haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, ist die verstellbare Farbtemperatur wirklich auch etwas, was mir sehr gefallen hat und was sich auch auf eure Gesundheit auswirken kann. Muss ich fokussiert sein, will ich mich konzentrieren, dann wähle ich einen sehr weißen Lichtton, denn das hilft dabei. Es soll dadurch auch möglich sein, seine Effizienz zu steigern. Und abends, wenn ich noch ein paar E-Mails abarbeite oder einfach nur surfe, dann lasse ich das Licht deutlich wärmer werden. Das kennt ihr vielleicht auch von eurem Smartphone. Die haben ja mittlerweile auch einen Nachtmodus integriert für das Display. Denn ist man abends hellem blauen Licht ausgesetzt, kann das den Schlafrhythmus und die Schlafqualität negativ beeinflussen. Je wärmer bzw. gelber das Farbspektrum ist, dem eure Augen abends ausgesetzt sind, desto besser ist das für euch auch. Und genau das kann ich eben hiermit auch festlegen. Mittlerweile habe ich die Screenbar aber auch tagsüber im Einsatz. Gerade mit weißem Licht ist es echt angenehm für die Augen. Wenn ich nachts noch etwas am Laptop schneide zum Beispiel, dann will ich gar nicht das große Licht anschalten, sondern habe die Screenbar mit warmem Farbton hier oben angeklemmt und eingeschaltet. Für mich ist es mittlerweile echt sehr, sehr wertvoll geworden. Und solltet ihr jetzt auch ein wenig Interesse an der Screenbar haben, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in meiner Beschreibung aus. Da findet ihr weitere Infos und den aktuellen Preis. Ich hoffe, dass dieses Video hier euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und vor allem würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann seid ihr auch immer unter den Ersten, die das mitbekommen, wenn ich ein neues Video uploade. Das hier ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.